Recht herzlich willkommen zur 48. Folge von City Skylines. Und ja, wir haben ein kleines Problem hier. Momentan geht's aber wieder aufwärts. Wir hatten ziemlich starke Fluktuationen, wie nennt man das? Sah jetzt nicht so gut aus. Und ich glaube, wir sind bei dem Autobahnbau gewesen, aber jetzt zurzeit ist es ein kleines Problem eher hier mit, wir haben keine Industrie oder sowas, ne? Und oder Industrie nicht, sondern überhaupt schäbige Wohnhäuser oder so. Hm, shit, da war einer daneben, der freut sich jetzt nicht, dass er ausziehen musste. Jetzt müssen wir hier erst wieder ganz viele Häuser loswerden. Damit wir das ein bisschen schicker hier kriegen, ne? Damit die Leute auch wieder kommen wollen. Da ist auch noch einer. Also ich bin noch in der Pause, lasse ich jetzt auch erstmal damit, erstmal ich die wegkriege, die schon sind, also die abzureißen sind. Da glockert's irgendwo. Gut. Es geht ja, ne? Aber hier ist schon gar keine Holzindustrie mehr. Die sind schon alle abgehauen. Keine Ahnung warum. Weil kein Wald mehr da ist, kann das sein? Hat es damit zu tun? Gut, das ist alles weg. Da geht's weiter. Relativ viel wird jetzt hier weggerissen, aber es ist Wohnraum, der ja bleibt, also... Nicht Wohnraum, Bauland, was bleibt dann? Da können dann die Neuen kommen, ist ja kein Ding, ne? Shit, jetzt haben wir das Falsche erwischt. Das war die Lokomotive. Einen Schritt zurück gibt's hier irgendwie nicht, oder wie war das? Wo waren das jetzt mit den Schienen? Ach so, hier oben ist noch ein Reiter, ne? Genau. So, passt wieder, oder? So, und dann wieder das Abrisswerkzeug rausgeholt. So, die freuen sich ja auch alle, wenn die Nachbarhäuser wechseln, ne? Haben sie mehr Platz. So, die auch noch alle weg. Da ist auch noch eins. Hier hinten, da ist immer gut. Da brauche ich nichts abreißen. Hier ganz viel. Ne, das war falsch. Naja. Ja, das musste auf jeden Fall weg. Das sah ja unmöglich aus, ne? Man sollte jetzt, wenn das gestoppt ist, eigentlich nochmal wegen den Straßen das überdenken, ne? Weil dann ist ja Platz, ne? Wenn die da abgerissen sind, die Häuser. Tja, ich glaube, jetzt habe ich drei abgerissen und das Richtige war nicht dabei, ne? Gut. Ich glaube, wir müssen das nochmal hier planen dann. So, das ist alles weg. Da ist noch eins. Dann geht's hier weiter. Da ist auch noch eins. Passt. Da versteckt sich noch wer. Hier sind auch noch zwei. Fast nicht zu sehen, ne? Die haben da immer noch ein Müllproblem. Hier ist noch einer und da auch noch. Oh, guck mal, die Blocks sind alle leer hier.
Ist auch so, wenn da einer weg ist, ne, ein Gebäude, ne, dann wird wahrscheinlich die Nachbarschaft sich auch nicht gerade darüber freuen, wenn so ein Bunker da leer steht. Und da sind auch ganz viele Tote. Wir brauchen wahrscheinlich auch noch einen Friedhof. Da riecht's deswegen wahrscheinlich schon ganz extrem, ne? War noch ein Haus irgendwo, oder? Ne, es ist nicht mehr da. Gut. Hier geht's weiter dann. Industrie ist schwach besiedelt, will auch gar keine neue kommen, so wie man sieht. Ist auch ein Arbeiterproblem, wie wir sehen. Ja, so eine Stadt zu managen ist nicht mal gerade eben. Jetzt war gerade der Verkehrsausschuss dran, ne? Jetzt ist dann wieder Wohnung und Familie oder sowas als nächstes gefragt, dass wir die Planung richtig machen. Aber ich glaube, in dieser Folge haben wir gleich nur Häuser abgerissen. So. Da unten ist noch irgendwo eins. Jetzt haben wir es, oder? Aber hier geht's gleich weiter. Ach, das war daneben. Schade. Ah, da baut ein neuer, ist egal. Die Nase passte mir nicht, deswegen habe ich das dann abgerissen, ne? So. Ah, hier unten ist auch noch zwei. Ja, diese schönen Villen abzureißen, das ist, ne? Hier ist noch einer. So, gut ist. Da sind wir mit einer halben Folge beschäftigt gewesen, nur Gebäude abzureißen. Und wir haben immer noch ein Müllproblem. Sind immer noch nicht alle weg. Hier sind noch zwei. Wir haben immer noch ein Müllproblem. Wo sind unsere Müllstandorte? Da hinten ganz viele. Okay, da müssen wir erstmal gucken, dass wir die so aufsuchen jetzt. Okay, das passt ja. Das ist voll und leert sich. Das ist auch noch okay. Entschuldigung. Gebäude leert sich. Passt. Wird gefüllt. Leert sich. Wird gefüllt. Wäre richtig. Hier sind noch drei. Voll. Leert sich. Nee, leert sich nicht. Hä, ein Verstorbener muss abtransportiert werden. Haben sie einen auf der Mülldeponie gefunden oder was war das gerade? Mehrere Probleme. Das ist auch richtig so. Okay, das ist noch ein anderes Problem. Ja, das leert sich. Das ist auch richtig so. Und dieses hier, Gebäude leert sich, 48%. Und hier, Gebäude leert sich auch. Und hier, leert sich. Und dort, füllt sich. Warte, wenn die sich alle drei hier leeren gerade, das ist ja auch nicht gut, ne? 90, 89 muss ich leeren. 48 wäre unterhalb der Hälfte. Hätte ich jetzt gesagt, okay. Das machen wir erstmal wieder voll. So, da hinten haben wir schon geguckt. Hier unten waren noch zwei. Hier, ne? 28% voll, wird auch noch benutzt. Und hier unten sind noch drei, die hätten wir auch noch eingestellt. Gebäude leert sich und der war neu. 25% voll. Hier unten haben wir das gleiche nochmal. Leert sich, können wir wieder voll machen mit 22. Und der leert sich jetzt. So, 5% voll, 2% voll, das ist gut. Da hinten sind noch zwei, die hatten wir glaube ich auch noch nicht. Ja, den können wir schon mal auf Leeren stellen. Und ihn hier kann wieder voll werden. Das passt alles. Gut. So, was uns jetzt hier irgendwie im Auge liegt. Die größten Probleme, kann man die hier sehen oder sowas? Allgemeine Zufriedenheit. Irgendwo waren, ach so, hier oben war das.
Ja, eigentlich sind die alle relativ zufrieden hier, ne? Deswegen kommen die ja auch. Wie sieht's mit dem Wasser aus? Ne, mit dem Strom erstmal. Strom, brauchen wir nicht drüber reden, ist reichlich. Wasser ist auch im grünen Bereich. Müll ist ein Problem. Mülldeponie, Auslastung 5%. Ne, 51%. Okay, da kommen wir ja gerade mit hin. Aber Müllverbrennungsstatus ist ein Problem. Aber wir hatten doch hier oben irgendwo noch eine zweite hingebaut, oder habe ich mich da jetzt vertan? Ne, da ist sie doch. Aber die ist auch schon voll. 367. Und hier unten steht da, oder steht das gleiche bei allen? 395. Ne, ne, das passt schon. Das heißt, wir müssen noch eine dritte haben. Die würde ich dann hier noch mit hinbauen. Gut. Ja, das kann wieder weg. Dann haben wir hier Grundschulen. Ja. Hier unten könnte noch eine sein, ne? Machen wir da mal hin. Da ist alles abgedeckt wohl. Ah, hier ist es auch ein bisschen schwach. Da sind schon ein paar rote Häuser bei, ne? Aber ist ja kein Problem. Können wir hier so hin machen. So, dann die nächste Schule. Ist die Oberschule. Ich weiß nicht, wie das mit den Arbeitern. Man will ja auch, manche Betriebe brauchen ja ungebildete Arbeiter auch, ne? Kommt eine dahin. Die sind alle glücklich dann. Hier mache ich keine hin. Da will ich die Ungebildeten auf jeden Fall noch bei behalten. Ungebildet sind die ja nicht. Die haben ja Grundschulbildung. Ist genauso wie hier. Hier sollte auch keine hin, damit wir die Arbeiter haben. Arbeiterklasse muss da sein. Wie sieht es mit der Schule aus? Hochschule. Da haben wir eine, hier haben wir eine. Hier haben wir keine. Hier sollte aber eine hin. Machen wir da hin, oder? Oder lieber hier. Dahin, fertig. So, die freuen sich alle wie Bolle. Selbst da hinten kommt noch was hin. Okay, dann sind die ja auch glücklich. Gut, haben wir. Schulbildung. Gehen wir weiter. Gewerbegebiete und da hatten wir schon Zufriedenheit. Gesundheitswesen. Da ist eine Arztpraxis. Hier unten fehlt es aber an einer Praxis. Also muss hier noch eine hin. Hier, da sind sie. Da muss was hin. Oder da. Komm so. So, die sind alle glücklich. Hier sind Arztpraxen. Aber schlecht erreichbar, oder wie sehe ich das? Hier fehlt noch eine. Komm, zack. Haben wir. Hier fehlt es auch noch. So, dann wird's da besser. Hier fehlt's auch noch. Aber was ist hier los? Ja. Die sind alle glücklich dann, okay.
Hier ist schon eine Arztpraxis, aber in den Blocks hier zu weit weg oder wie? Aber wir haben ja jetzt hier die Möglichkeit, mitten rein eine zu bauen, ne? Und hier war die Möglichkeit weniger. Aber da ist da eine und da eine. Und hier zwischen fehlt es schon. Krass, oder? Zack. Musste sein. So, Krankenhausabdeckung. Hätte ich jetzt nur die Krankenhäuser gerne gesehen. Das erkennen wir schlecht. Da ist eins. Ich glaube, da ist eins. Und da haben wir eins. Ich glaube, das können wir so lassen. Aber hier, da müssen wir bestimmt noch was haben, oder? Obwohl, Friedhöfe haben wir auch. Könnten aber wohl mehr sein. Geht da noch ein zweiter hin? Zack. Na, hier ist auch schlecht, ne? Wo bauen wir den hin? Gute Frage, ne? Was haben wir jetzt gemacht? Hier. So, wir haben das ausgemacht mit dem Friedhof, ne? Hier, der wäre natürlich eine schöne Stelle, aber irgendwie will er da nicht hin, ne? Hier gleich eine Seebestattung bei haben. Irgendwo hatte ich doch schon grün eben. Hier auf der Ecke, glauben wir, oder? Nee. Da geht's. Dann kommt er dahin. Ja, sind viele erreicht worden, ne? Kriegen wir auch noch hin. Wie die Lage da ist, weiß ich auch noch nicht. Nicht abreißen. Quatsch. Ich wollte nur gucken, wie es da ist. Wo ist denn das Ding jetzt? Das war's, oder? Ne, doch nicht. Jetzt müssen wir nochmal das haben. Hier unten, Krematorium, da ist es. Hey, hier ist gar keiner gestorben und die können 105 aufnehmen, super. Naja, okay, aber ich würde auch sagen, wir sind jetzt hier beim Friedhof gerade gewesen mit der Geschichte. Das war hier mit drinne, ne? Da müssen wir dann weitermachen beim nächsten Mal hier bei dem Häuschen und dem Sternchen. Keine Ahnung, das sind die Wohngebiete wahrscheinlich. Die lösen wir dann nächstes Mal. Ja, laufen tut's ja nicht so sehr. Jetzt läuft's gerade mal wieder, aber jetzt haben wir noch mehr Probleme wahrscheinlich gleich dann. Gut, ich mache aber wieder Pause rein, um den Platz vielleicht dann irgendwo für Zusatzgebäude noch nutzen zu können. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.